Passiert da was? Ist das ein Knife Round? Ist das eine Knife Round? Passiert da was? Weit glaubt ihr, kommt Maus dieses Jahr? Maus ist meiner Meinung nach jetzt, wenn sie es hinkriegen, wenn sie diszipliniert bleiben, sind sie. Mir fällt kein guter Vergleich ein, aber sie haben das Potenzial, sagen wir mal so, in 6 Monaten die Weltspitze aktiv anzugreifen. Ja, auf jeden Fall. Wenn sie es schaffen, 6 Monate zusammen zu bleiben, ja, zu trainieren, sich nicht aufzureiben und keinen Down zu kriegen, dann würde ich ihnen da echte Chancen zurechnen. Jetzt sieht man ja schon, dass immer wieder Potenzial da ist. Es gibt genug Möglichkeiten, dass sie mal auch angreifen. Aber um sich da irgendwo festzubeißen, sagen wir mal unter den Top 6 oder Top 7, so in dem Dreh, was denke ich realistisch wäre, da brauchen sie halt einfach noch ein bisschen Zeit und Konstanz. Genau, das ist glaube ich der Hauptpunkt, aber diese Leistung halt immer noch ein bisschen konstanter zu bringen. Aber ich sehe es mittlerweile auf jeden Fall auch. Klar, man kann natürlich sagen, Nico muss immer einen großen Teil dieser Leistung übernehmen, aber das ist völlig okay, dafür ist er halt auch in diesem Team dabei. Aber ich meine, man hat beim Maus auch immer das Gefühl, dass auch die anderen Spieler halt diese Rolle jederzeit übernehmen können, wenn es mal sein muss. Also Nex, Dennis, Speedy sind alle auch mal da. Auch Chris Jay hat seine Momente und zwar absolut klasse. Aber es ist halt wirklich hauptsächlich, vor allem auch bei Chris halt so ein bisschen diese, ja, dieses dauerhafte Bringen dieser guten Leistungen. Aber ich denke mal, wenn wir es nochmal vergleichen, so mit dem, was halt vor ein paar Monaten war, kann man mittlerweile schon sehr zufrieden sein, wie sich das alles entwickelt hat. Insgesamt in der deutschen Szene, würde ich mal sagen. Übrigens, ich würde sagen, dass der nächste Schritt da auch vielleicht ein Alternate Ethics ist. Wenn die es hinbekommen, sich nicht aufzulösen oder groß zu wechseln, oder wenn sie es schaffen, einfach die Harmonie im Team hinzubekommen, dann sind die auch so ein Kandidat, wo man sagen könnte, vielleicht geht es in die richtige Richtung. Ich denke auch, absolut. Aber das ist halt noch immer ein Ticken weiter als Mausbots. Das Mausbots ist ganz klar momentan dichter dran. Es ist halt die Frage, ob Nico wirklich irgendwann den Moment erwischt, wo er sagt, jetzt geht er wohin, wo er vielleicht nicht der Beste im Team ist. Ja. Weil ich denke, ja, das ist gut, wobei auf der anderen Seite, er hat selbst gegen Fnatic mit fast oder über 30 Tracks durchgekürzt. In welchem Team wäre er nicht der Beste? Aber sagen wir mal, es gibt andere Teams, sei es mal irgendwie Fnatic oder sowas, auch wenn das wahrscheinlich nicht passieren würde, wo er nicht immer der Beste wäre, sondern wo andere immer genauso ausrasten würden. Wo er einfach nicht diese extreme Carry-Rolle einnehmen müsste, sondern halt quasi auch einfach nur von insgesamt besseren Spielern halt wäre. Aber alles in allem muss man noch ganz klar sagen, dass so ganz langsam aber sicher sich die deutsche CS-Szene wieder erholt, vom Boden aufsteht. Wir haben schon ein Knie wieder drauf, es liegt nicht mehr mit dem Gesicht im Matsch. Ist schon mal ein Fortschritt. Es wird. Sagen wir es mal so. So, wir gehen rein in die Partie. Wir haben es geschafft. Wir haben uns verquatscht und haben es geschafft, die Pistol Round hier vor die Nase zu bekommen. Also, Astralis wird auf der T-Seite anfangen müssen. Und Overpass ist natürlich die Map. Und es geht direkt über den Connector. Dennis und Olof haben sich gleich verabschiedet aus der Runde. JW wollte da schon von hinten offensiv pushen. Beziehungsweise ist ihm auch gelungen, aber irgendwas erreicht hat er damit nicht. Und der schnelle Aufbau mit viel Druck bei Astralis, der hat hier Wirkung gezeigt. So, kleine Nate von Crims. Nochmal ein bisschen Damage gemacht hier gegen den angenommenen Spot, aber ich weiß nicht, ob sie es wirklich noch angehen wollen. Also Flasher und Crims müssen jetzt schon richtig eskalieren, um die Runde noch zu entscheiden. Und Flasher gewinnt sein erstes Duell, auch wenn er einiges abbekommt. Der Gegner ist auf jeden Fall tot. Trotzdem fallen sie beide. Sie werden rausgenommen. Den Spot zu 5 einzunehmen ist natürlich hier schon mal eine saubere Aktion gewesen. Aber da wird aber ganz schön gejubelt für Astralis. Sind das leichte Rachegefühle, die da in den Zuschauern hochkommen vielleicht? Das könnte natürlich sein. Das könnte natürlich sein. So, und Fnatic hat sich direkt für den Forceball entschieden. Klar, sie haben die erste Runde verloren. Bombe legen können sie sowieso nicht, weil man auf der CD-Seite ist. Das heißt, man muss so oder so 2 Ekos einlegen. Und hier der Forceball zu Beginn. JW hat sehr diszipliniert gerade mit der CZ geschossen. Nicht angefangen zu sprayen, immer nur Bursts abgegeben. Und das scheint so ein bisschen das Erfolg-CZ mit der Waffe zu sein für die Spieler von Fnatic. Vor allem auch für Flasher. Olof Meister kann zumindest einige rausnehmen, aber Reflect von Kerrigan sitzt. Waffenpoint dann einfach ausgenutzt. Da sehen wir es auch wieder, Dennis.
immer schön mit diesen 2-3 Kugelbursts und versucht damit möglichst viel Damage anzurichten. Auch wenn jetzt letztendlich trotzdem rausgenommen wurde. Flasche hat sich die Scouts geschnappt und versucht damit noch ein bisschen rumzuspringen. Und ich bin ja schon gespannt, wann wir das erste Mal den Boost sehen. Hat wieder das erste Mal gespielt. Haben sie ja schon fleißig geübt. Was war das? Kommt hier wirklich problemlos durch die Eco-Runde durch, auch wenn Kerrigan ein bisschen Glück hatte. Kerrigan spielt auch unter Bob. Wer war das vorhin? Snacks Bob? Ich glaube schon, ja. Müsste gewesen sein. Ist die andere Richtung. Dennis Meister und Jay Wonder Child und was hatten wir denn noch? Was hatten wir denn noch neulich? Fair God. Fair God. Und so weiter. Shocks Jesus. Und Astralis kommt von der anderen Seite. Kerrigan Bob. Und der Bob, der gibt dir dann. Ja, es geht nur noch ums Aussitzen. Grimms guckt, dass er seine Waffe hier durchbekommt. Pisse und Rüstung ist besser als nichts. Es gibt einen neuen Versuch, hier ein bisschen Schaden anzurichten, auch Crims. Schöner Boost. Total intentional. Der war richtig so gedacht. Aber jetzt hat die Weiß natürlich einen schönen Bonus-Push. Jetzt könnte er vielleicht versuchen, da schnell ranzugehen. Ist auf jeden Fall unentdeckt hier raus. Und das funktioniert haben. Ja, Olofmeister hat mit dem Timing da überhaupt noch nicht gerechnet. Da hat er 2 Sekunden gewonnen durch seinen Boost. Das hat sich gelohnt. Also. Overpass wird wieder zur Boost-Map. Dieser Rumbus wird jetzt etabliert. Ich weiß, muss ein bisschen lange sprayen, letztendlich kriegt der Crims aber trotzdem down. Ah, da Probleme. Da Probleme gegen seinen Gegner. Um ihn letztendlich wieder zur Zeit komplett rauszunehmen. Trotzdem ist aber Gaten dann hier schon am Connector dran gewesen, sodass da auch kein sodass es da keinen Ausweg mehr gab. Und Dennis, der ist hier noch auf der Suche mit seiner USP. Der sucht nach dem gestrigen Tag nach besseren Zeiten. Die hat er jetzt auch nicht wirklich gefunden. Dupree nimmt die noch mit und somit 13-0 für Astralis. Also auf jeden Fall schon mal ein schöner Einstieg für die Dänen. Zu Beginn direkt hier schon mal die ersten paar T-Runden absahnen, ist immer ganz gut. Vor allem aus so einer Map, die ja trotz allem dann doch noch ein bisschen Richtung CD-Seite geht. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt die erste Waffenrunde sehen. Und Device hat sich sofort die AWP geschnappt. Er hat bisher eigentlich ein sehr, sehr gutes Turnier gemacht. Also er kam hier sehr konstant war, vor allem was halt bei ihm normalerweise immer so ein bisschen das Problem ist. Aber durchging seine Leistung gezeigt. Kerrigan wurde hier sofort gepusht. Frederick macht hier gleich instant Druck, aber was für einen. Holy shit, das war eine sehr offensive Variante. Es sieht nicht so aus, als ob sie da aufhören wollten. Mascha ist immer noch aggressiv unterwegs und er nimmt auch den zweiten Raum. Da ist noch ein dritter im Angebot. Und Flauscher, der macht immer noch weiter. Das ist alles abgesmokt. Schaut euch diese tiefe Smoke an. Jetzt kommt da noch eine nach. Die flasht jetzt auch nicht. Flauscher mit Frag Nummer 4. Und die Runde für Astralis, die hat sich direkt erledigt. Das ist der tiefe Smog. Holy moly, das ist eine verdammt tiefe Smog. Und da sehen wir die Reste von Astralis herumliegen. Also, da möchte man wohl die Dänen hier nicht aufbauen lassen. Das sieht stark danach aus, als ob Fnatic die Kontrolle über das Spiel haben möchte. Aber Device ist noch unterwegs Richtung Spot und wir haben nochmal so eine eigenartige Situation, wo er jetzt einfach auf den Spot drauf marschiert und die Bombe legen könnte. Runde incoming. Hat Fnatic wieder nicht bekommen, dass. Oh je. Leichte Flashbacks von. Putz! Kopfball. Die war auf jeden Fall mit Zielsuchfunktion. Voll die Cruise-Messer. Ja, aber nichtsdestotrotz Bombe gelegt aus einer 1 gegen 4 Situation. Da ist er irgendwie auch wieder durch die Lücke geschlichen und hat Fnatic da ein bisschen ist ihn entwischt. Keine Ahnung, wie das passieren kann. Haben da irgendwie die Bereiche nicht so ausgeschlossen oder hatten sich das ein bisschen anders vorgestellt, dass sie die Weiß da wohl hätten erwischen müssen, wenn er da noch gewesen wäre. War aber nicht so.
Durchgelegte Bombe, gibt es natürlich Monetos, um hier zu kaufen. Hätte wahrscheinlich sogar auch ohne gereicht, aber Astralis nimmt es gerne mit. $800 und $800. Wow. Das Wort zum Sonntag. Ach, heute ist das sogar wirklich Sonntag. Das passt. So, die ersten Passbox. Jetzt kommt Samstag. Quasi schon Sonntag. So, die ersten paar Smokes kamen wir schon auf den B-Spots und hat ja so eine saubere Execution durchgezogen. Grimms sitzt allerdings immer noch hinter den Fässern und sie scheinen nicht so wirklich auf dem Schirm zu haben. Dementsprechend konnte man den Frank machen, aber Kerrigan und Cypix hier mit zwei Kills. Und da ist Flush auch nochmal gegen Kerrigan eingeschnitten und das könnte sie ja tatsächlich nochmal vor kleine Probleme stellen. Denn Cage ist nicht unbedingt momentan in der Nähe, um seine Mates zu unterstützen. Also, ja, doch, jetzt sind sie tatsächlich aufeinander geschoben. Gut von Cypix, dass er da wirklich zu Cage und hingeschoben hat, damit sie es einfach zusammen ausspielen können. Aber Fnatic hat noch einiges an Equipment. Und das nutzen sie hier momentan wirklich sehr, sehr gut. Der Vorstand ist nicht gegangen, dass er dann noch Zweiter ist. Anders wäre er nicht auf die Sandsäcke gekommen. Und Fnatic macht die nächste Runde dicht. Jetzt frage ich mich natürlich, was kann Astralis machen, um da wieder rauszukommen. Man hätte noch mal Geld, um nachzukaufen, wenn auch nicht alles, was man da möchte. Und die weiße Farbe der AWP hier unten in den Connector. Der wartet darauf, dass sich jemand zeigt. Bis jetzt von dem Fnatic den Gefallen nicht. Dupree hat schon vorne Wasser eingenommen, also Construction. Das heißt, der kann hier vor B schon kurz sich machen und da ist niemand weiter. Für den Fall, dass man eventuell über den Connector verschieben möchte. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt für Astralis. Sie brauchen diese Verschiebemöglichkeit, da sie auch gerne und viel faken. Und JW, der sollte da eigentlich nicht nochmal rumziehen. Da wird man mit der Flash ja nicht ohne Grund von seiner Position gejagt. Und wenn man da nochmal reinzippt, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass man einfach in die AWP reinläuft, die schon anzieht. Irgendwie diesen Kill noch Richtung B. YNK hat es angesprochen, irgendwann mal in der Analyse eines oder nach einem dieser Gruppenspiele. Man sollte verhindern, Astralis zu einer Execution kommen zu lassen. Und wenn sie die wirklich mal durchziehen, dann geht es meistens schlecht für das eigene Team aus. Und dementsprechend offensiv steht Fnatic momentan auch wieder vor dem A-Spot. Er möchte wirklich verhindern, dass sie da nicht im Spot vorkommen. So viel dazu. Angiefrag sitzt, die Play mal wieder geglänzt. Aber Olaf Meister eine schöne Position gesetzt. Der gräbt sich auf den Spot ein, stark. Da wird er zerlegt, aber er hat schon eine Menge Schaden gemacht. Es geht 2 gegen 2. Cypex hat ihn gehört, kriegt ihn aber nicht ganz zu fassen. Und der ist es auch noch zur Stelle. Jetzt muss man nur noch an Dupree vorbei, aber Dupree ist alles andere als ein nur noch. Und er rückt jetzt den Dennis auf die Pelle. Aber er musste natürlich irgendwie an der Offensive gehen. Er musste auch zur Not ein bisschen hüpfen. Denn die Zeit ist immer ausgelaufen. Nur noch 6 Sekunden auf der Uhr gehabt. Also 3 zu 3. Jetzt hat man die Dänen in die Eco gezwungen. Easy money. Ups, und ich habe gerade realisiert, dass wir am Sonntag frei haben. Ja, ich habe es voll nicht gedacht, weil ich dachte eigentlich, dass heute quasi Sonntag ist, nachdem Finaltag Sonntag ist. Aber jetzt habe ich es gerade... normalerweise immer Sonntag. Jetzt habe ich es verstanden. Wieso machen die sowas bei der IEM? Das ist ja... Ich glaube, Sonntag ist noch League of Legends dann nur noch. Na, höchstwahrscheinlich. Wenn ich recht im Kopf habe. Oder StarCraft, irgendwie sowas. Und das Female-Turnier. Und das sehen wir dann nicht. So, jetzt kommt die erste Pyrotechnik zum Einsatz in der Arena. Ihr hört es hinten schon knallen. Ich glaube, da wird die Bühne schon abgebaut. Die parken schon zusammen. So, ich glaube, mit Fnatic der Tatsache ein bisschen defensiveren Aufbau gewählt. Oh, schön platzierte Nade. Die ist Dupree direkt unter die Füße gekullert. Oh, schön, Device. Da gäbe es die Option auch noch mehr, aber der Engpanz verhindert das Schlimmeres. Und Olaf Meister, der mäht einfach mal schnell 3 Leute um. Ja, Olaf schießt sich langsam ein bisschen warm. Just das Olaf Things. Könnte auch bitter. Er macht es einfach, er lässt es so einfach aussehen. Ja. Also hier mal einen wegschießen, da mal einen wegschießen. Da kommt noch einer, den nehmen wir noch mit. Und dann, na gut, das wäre zu viel. Ich gehe drauf. Jetzt gehe ich erstmal drauf. Er entscheidet selbst, wann er steht.
So, für Astralis gibt es die nächste Waffenrunde, aber auch Valetti konnte da bisher sehr gut gegenhalten, seit sie die Waffen in der Hand haben. Device hat sich allerdings wieder eine AWP gegönnt. Vorher hat Valetti ja diesen ultra-offensiven Move da Richtung Brunnen gespielt, das haben sie diesmal erstmal sein lassen. Und wir sehen auch, dass Astralis wieder mit sowas rechnet. Denn sie schicken Dupree erstmal ganz klar zum Up-Aimen und er wird da auch zum Einsatz kommen. Er muss hier gegen Fnatic antreten. Da kommt mal die Flash reingeflogen. Aber die Schweden lassen sich da ganz gut ausbremsen. Also sie wollten hier reinpushen, aber nachdem sie mit den ersten beiden Spielern Kontakt hatten, haben sie sich sofort dafür entschieden, hier erstmal den Rückwärtsgang einzulegen. Schöne Flash ist gegen JW, ja. Da muss er sich zurückziehen, den Raum muss er aufgeben. Der Einzige, den jetzt momentan da noch halten kann. Wird wohl Dennis sein, wobei er sich jetzt momentan auch so dafür entscheiden muss, wohin er sich halt orientieren will. Denn er hat theoretisch zwei Seiten, die er dicht halten muss. Und wenn er sich für die falsche entscheidet, dann könnte er hier sauber in die Zange genommen werden. Und das möchte er auf jeden Fall verhindern. Und da sehen wir ihn schon anmarschieren in Device. Vielleicht mit JW anlegen, aber da kommt er nicht weit. Flasche hat ihn erwischt. Hat er da gerade durchgebankt? Hat Flasche da gerade komplett durch die Wand gestanden. Ah, nee, Ecke, okay, alles klar. Er hat ihn doch gesehen. Ich dachte schon, da ist irgendwas schief gegangen. Da links in der Wand waren halt auch gute Einflusslöcher. JW, es geht nicht so wirklich voran für Astralis. Also, diesen Rat scheint vielleicht hier deutlich zu befolgen. Den Gegner bloß nicht exekuten lassen. Stören im Aufbau, bevor er Richtung Spot geht. Bevor er darüber nachdenkt, die ganzen Smokes rauszuholen und alles vorzubereiten. Und bisher scheint das Fnatic extrem gut zu gelingen hier einfach. Den Gegner immer wieder unter Druck zu setzen und das weit vor den Spots. Und es scheint wirklich der Schlüssel zu sein. Die Executions von Astralis verhindern, bringt die dann hier auf jeden Fall schon mal ordentlich ins Wanken. Und da hat sich Fnatic auf jeden Fall das zu Herzen genommen, was da von YNK analysiert wurde. Haben sie es da wieder versucht, schnell irgendwie Richtung Baseball drüber zu kommen. Dennis hat, oder wurde da gedingt, nicht er hat gedingt, sondern er wurde da geschossen. Jetzt wurde letztendlich auch rausgenommen von Kerrigan, jawohl. Aber JW kann wieder gegenhalten. Also zumindest kann man sich diese 3 gegen 3 Situation schaffen, in der der Retake eigentlich ganz gut möglich sein sollte. Erst Franco hatte kommt Richtung Spot geflogen. Sprayversuch von Cypex, aber er ist hier draufgegangen. Er wollte ja was riskieren, muss aber jetzt nicht mit seinem Leben bezahlen und somit auch die Unterzahl für sein Team. Device und sein Mate sind ja beide am gleichen Ort und die erste Flash, die sitzt so richtig. Was für ein Diamant, Gaijin und Device waren beide komplett weiß. JW pick kann nur einen picken und somit ist 1 gegen 1 und das wird jetzt ziemlich schwer auszuspielen. Auch wenn Device nur OP hat, JW muss ihn da irgendwie rausnehmen. So geht's. Geht er durch? Oh mein Gott! Der geht durch. Das geht's doch nicht! Ganz schönes Hin und Her im Retake. Ja, da können sie grinsen. Einfach rein in die Smoke und rausfeuern. Hätte nicht mal mehr die AWP gebraucht, hätte die Büste schon gereicht. Aber trotzdem, sauberes Timing von ihm. Das will ich nochmal sehen. Einfach vorgezielt, da geht die Smoke auf. Ja. Und dann drückt ab. Gut gedacht, dass er wirklich noch vorhin hingezielt hat, bevor quasi die Smoke schon offen war. Das war jetzt einfach ein reiner Timing-Schuss. Und er hat es richtig eingeschätzt. Da hat er gegen seinen Gegner mal daneben geholzt. Jetzt hätte die Chance gehabt, wie auch immer da unten im Connector war, direkt rauszunehmen. Oder ihn direkt rauszunehmen. Und das ist halt eigentlich genau das, was sie machen wollen. Astralis so früh wie möglich irgendwo stören. Und da ist halt JW derjenige, der normalerweise ja mit dem Spielstil ziemlich gut zurechtkommt. Er kommt super gerne offensiv. Er ist derjenige, der halt irgendwo nerven will, der mit seiner AWP so nah wie möglich an den Gegner ran will. Aber diesmal eben nicht erfolgreich. JW zieht sich auch schon wieder zurück, der möchte da nicht viel mit zu tun haben. Jetzt zieht man sich noch weiter defensiv auf den Spot. Und Olaf Meister auf der anderen Seite, der geht einfach weiter offensiv. Also, absolute Gegenbewegung dazu. Ist ganz interessant, die Jungs von Fnatic scheinen aber ganz gut zu rotieren. Also, wenn kurz zurückgeht, geht lang vor und andersrum. Habe ich zumindest das Gefühl. Grimms. Da war Cypex plötzlich alleine. Jetzt geht es natürlich in Refrake-Zone, aber Crims kann sich ganz gut wehren. Hat dann noch einen mitgenommen. Und Olafmeister hier oben in den Toiletten. Jetzt könnte er natürlich runter schieben und sie können dann relativ bald den Baseball angreifen. Und der Bomb-Plant wird tatsächlich verhindert. JW hat seinen Kopf durch die Wand gefunden. Durch Smokes und Wände. Da ist es eigentlich noch, man sieht's. Die Smoke oben war, glaube ich, noch nicht offen. Oder hat einfach vollkommen predicted. Junge, was JW hier schon wieder für Dinger raushaut.
Ich sehe schon die Reddit-Posts kommen. Reddit-Posts sind bereits alle raus. Tja, und Astralis zieht die Pause. Sie fühlen sich... überrumpelt. Überrumpelt, wäre vielleicht ja, das richtige Wort. Aber Fnatic macht es auch gut. Sie haben halt genau, sie machen genau das, was die Analysten vorher meinten, was hier auch scheinbar absolut der richtige Weg ist. Einfach früh, so früh wie möglich zu stören. Geht am Baseball jetzt nicht immer unbedingt, wenn da halt mal ein schneller Push kommt, dann kannst du da die Execution vorher nicht wirklich aufhalten, weil die halt ungefähr gleichzeitig mit dir da sind. Aber die Retakes am Baseball, die haben sie momentan ziemlich gut drauf. Die funktionieren soweit. Und den A-Spot versuchen sie halt offensiv unter Kontrolle zu bringen. Und das sind halt momentan die beiden Schlüsselgeschichten sozusagen, mit denen sie halt Astralis wirklich gut unter Kontrolle haben. Denn es stand 3-0 und jetzt steht 7-3. Das heißt also, sobald Fnatic Waffen in der Hand hatte, haben sie bisher keine einzige Runde verloren. Und das ist mal wieder so ein klassischer Fnatic. Also wenn sie Overpass gewinnen, dann wird's hart für Astralis. Dann wird's echt verdammt hart. Wow. Ja, was kann man dagegen tun? Man muss halt verhindern, dass Fnatic so offensiv spielt. Aber die machen das bisher so variabel und gut, ja, dass es extrem schwer ist, damit umzugehen. Alternative ist, man kann natürlich auch einfach schneller und sehr endgültiger spielen und damit den Gegner vielleicht einfach mit geballter Macht überrennen. Das ist so eine Möglichkeit. Aber ja, wenn man sich dann dafür entscheidet und die falsche Seite anspielt, dann hat man gleich zwei, drei Leute im Nacken, die einen da über den Verschieber da die Hölle heiß machen. Und die Frage regelmäßig aufkommt, genau, sind so kleine Beutelchen, die Wärme von sich geben, damit man nicht eine kalte Hand hat. Er weiß, mit kalten Händen ist schlecht spielen. Die verbreiten Liebe, diese kleinen Beutel. So, die Schweden machen direkt offensiv weiter. Und es funktioniert. Olaf Meister kann Kerrigan rausnehmen. Die weiß allerdings mit einem Frag gegen Fnatic. Warte, was steht auf dem B-Spot drauf, oder was? Fnatic hat sich ja komplett alleine gelassen. Fnatic hat sich ja wirklich ein bisschen verscherzt. Ich habe ihn ganz alleine dort stehen lassen und der Rest des Teams ist oben offensiv vor A gegangen. Ja, das war genau das. Schön platzierte Nate. Das war genau das. Man hat versucht, den Gegner einfach offensiver und schneller über den Haufen zu rennen und Fnatic dann das Offensiv-Pushen da so ein bisschen zu einem Nachteil umzumützen. Ja, und jetzt ist die Frage, ob sie dann noch vernünftig Retake spielen können. Die Bombe tickt langsam, aber sicher ziemlich schnell. Und wenn man da jetzt nicht bald angreift, dann wird es ein bisschen zu knapp werden. Jetzt ist JWs Moment gekommen. Er pickt den ersten und er könnte den zweiten vielleicht auch noch machen, aber hat ihn leicht verfehlt. Die Nate zumindest noch raus, aber die alleine wird nicht reichen. Und Olafmeister geht an die Bombe, er wird schon gedeckt. Sidemax kommt da nicht rum, hat er nicht gehört. 8-3, Retake erfolgreich. Und in all diesem Chaos am Ende eine Runde auf das Konto von Fnatic. Absolut. JW ist hier gerade. Der gewinnt das 1-on-1 gegen jemanden, der rechts von ihm unten anzieht. Der ist komplett kaputt einfach gerade. Ich weiß nicht. Aber super wichtig auch im Moment für Fnatic. Er und Olaf Meister schmeißen das Spiel gerade zum größten Teil. Auch Flash hat sehr viele Frags, aber ist da momentan eher unauffälliger. Scheint aber auch in diesen Retake-Situationen immer ziemlich gut dabei zu sein. Auffällig, unauffällig. Auffällig, unauffällig, so ist es. Er zieht einfach immer mal wieder hier einen, da nimmt er mal wieder einen raus. Für die krassen Aktionen ist gerade JW da, vielleicht auch mal ein Olafmeister am A-Spot. Und dieses Trio bringt Fnatic hier gerade ziemlich den Erfolg. Der hat die Idee mit dem Push. Warum man sich durchgezogen hat, ich weiß nicht, vielleicht hat man zu viel Angst, dass da einige Schüsse durch die Holzkante fliegen. Aber ich habe nicht überlebt. Holzkante, die ging ziemlich dicht vorbei. Gegenflash, das soll da weiter verzögert werden. Natürlich hat Astralis sich im Baseball ausgesucht. Der Retake eben hätte eigentlich schon fast nicht funktioniert. Nochmal Crimson pusht einfach offensiv. Hat er gut gemacht, hat fast den zweiten auch noch mitgenommen. Aber jetzt ist dann doch vielleicht ein bisschen zu viel. Aufmeister hat er auch ein bisschen übertrieben. Aber ja, auch hier wieder keine mögliche Execution, sondern sie werden gezwungen, in dieses ständige 1 gegen 1 zu traden oder 1 gegen 1 traden überzugehen. Sie werden ständig gezwungen, ihren Go wieder abzubrechen, weiter zu verzögern. Ja, und Fnatic hat mittlerweile die Bombe mehr oder weniger unter Kontrolle. Es geht ein ganz klares 2 gegen 2, da kommt jemand kurz hoch.
Flascher, der weiß noch nicht, was ihm da gleich blüht. Und sie haben ein schickes Kreuzfeuer. Jetzt muss Flascher natürlich mit aushelfen, dass er versuchen kann, dagegen zu halten. Und das war allerhöchste Eisenbahn, dass er den Schuss endlich mal setzt. Aber es hat wieder funktioniert und Fnatic holt die nächste Runde auch noch mit rein. Und sie spielen gut zusammen, versuchen sich gegenseitig den Rücken zu decken, dann was gegen einen, dann suchen sie den gleichen Winkel. Was soll man dazu sagen? Fnatic macht über weite Strecken alles richtig. Wenn es darauf ankommt, sind sie da auch die Schweden. Großartiges Spiel bisher von ihnen. Keine einzige Waffenrunde abgegeben, auch wenn es zwischendurch immer wieder relativ knapp war, aber letztendlich dann trotzdem sie immer wieder erfolgreich. Ich glaube, die erneut den offensiven Peak versucht. Deshalb ist er noch nicht so gut funktioniert, dass er da schnell nach vorne geht und den Engine-Kill setzt. Da kommt er gerade nochmal so davon. Sein Mate ist draufgegangen. Immerhin konnte Flasche vorher noch einen mit der Nate ziehen. Dennis, abgeweckt. Das könnte die große Gelegenheit sein. Jetzt hat man endlich mal diesen Offensiv-Push gewonnen. Jetzt hat man auch schneller gegengespielt. Jetzt hat man versucht, Fnatic da vom Offensiv-Push einfach mit geballter Manpower zu. Oder abzuhalten, das zu unterbinden. Jetzt ist die Frage, kann man das jetzt auch in Runde umdrehen oder kommt Fnatic wieder aus dem Nichts? Das wäre nicht das erste Mal. JW, der ist jetzt schon ziemlich offensiv. Man spekuliert hier auf dem B-Spot. Einfach aus dem Grund, dass Astralis bisher im Zweifelsfall eher Richtung B gegangen ist. Ausgesucht. Jetzt kann Crims ansagen, dass einiges unterwegs nach oben. Für ein Retake wird es wahrscheinlich schon ein bisschen schwierig aussehen. Sie haben aber ordentlich Geld. Also Fnatic hat mehr als genug Geld übrig. Sollte eigentlich. Ich weiß nicht, haben sie genug Geld? Ja, Crims. Sind nur noch Exit-Tracks, er geht nicht mehr auf die Runde. JW ist auch elendig weit weg. Crims hätte da fast noch einen zweiten ausschalten können, aber die Weiß überlebt gerade so. Das ist auch wichtig, dass Astralis hier einiges an Geld durchbringt. Sie haben zwar einen Loser-Bonus schon eine Weile komplett gehabt, das heißt, da könnte unter Umständen ein bisschen mehr drin sein. Aber Gegenrunden und vor allen Dingen jetzt alle Spieler verlieren und viel nachkaufen müssen, das können sie sich eigentlich nicht erlauben. Und jetzt natürlich mit dieser Runde auch das große Risiko verbunden, dass man mit der fehlenden Anschlussrunde dann sein ganzes Geld mehr verliert. Da sehen wir das. Sie haben die Runde gewonnen. Das ist quasi nichts da. Und haben 3600 bis 3900 Dollar. Aber auch Fnatic. Was sagen wir dazu? Das hat tatsächlich genug Spieler gekostet, dass Fnatic hier auch Geldprobleme hat. Also, wer auch immer diese Runde gewinnt, sollte den Gegnern ernste ökonomische Schwierigkeiten bringen. Sollte jetzt eigentlich die Entscheidung sein, ob es ein 9-6 oder ein. Oder ein L4 im Endeffekt dann wird. Ja. JW wird daneben geholzt, auch den verschossen. Von Flasche und aus dem Connector. Natürlich auch. Das heißt, jetzt hätten wir nur ganz kurz mal rauspieken. Ah, es geht raus, jetzt was. JW mit einem schönen Entry. Dupree lebt dann auch hinter und er pusht er wieder durch die Smoke natürlich. JW macht das, was JW nicht machen sollte, aber das ist zum Teil sein Erfolgsrezept. Wenn der Gegner irgendwas erwartet, spielt er das Gegenteil und wir rumpeln ihn da gewaltig. Was denkt sich Dupree? Der Einzige, der dahinter steht, ist die ABP. Der wird wahrscheinlich nicht durch die Smoke pushen. Kuckuck. Da war er auch schon vor ihm gestanden. Jetzt natürlich Cypex ganz alleine. Nicht verspringen, sonst ist er tot. Die Bombe legen und wenigstens die 800 Dollar mitnehmen. Und wer weiß, vielleicht geht da ja noch was. Ein gut platzierter Headshot könnte ihm den 101 geben. Oder ein unvorsichtiges Fnatic, aber letzteres halte ich für eher unwahrscheinlich. Ja, und Flasher macht zum Sprung. Natürlich. Weil es geht ja. Weil wegen CSGO und so. Kurz nochmal abgesetzt. Damit die ABP gepickt werden kann. Die sollte oben vor A liegen. 5 Sekunden. Wo ist sie? Ja, da ist sie. Also Flasche hat sie gepickt. Ja, und das ist das 10-4. Astralis hat zu ihrem Glück jetzt hier die Bombe gelegt. Das heißt, da ist wenigstens ein bisschen mehr drin. Aber man entscheidet sich auch nicht unbedingt für Full AK, sondern, oder für alle AKs, sondern entscheidet lieber, die Granaten da nicht zu vernachlässigen.
Und Tech 9 ist ja auch nicht unbedingt das Problem, gerade wenn man halt gut auf die Close Range irgendwie den Weg finden kann, dann sind die Waffen wirklich mehr als stark genug. Und sie versuchen es wieder mit der schnellen B-Execution. Jetzt, wie gesagt, da kann Fnatic nicht allzu viel dagegen tun, wenn die halt einfach wirklich schnell durchgezogen wird. Olaf Meister, aber man hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen Damage verteilt und Astralis, aber sie lassen sie jetzt zum großen Teil erstmal durchkommen. Aber bis auf Olaf Meister, der wurde nämlich gerade im Gepick, der wollte sich nochmal defensiv zurückziehen, aber da war es schon zu spät. Krims aus seiner Position und der wartet einfach nur und der macht den Triple Kill. Ganz, ganz stark von ihm. Dennis hilft jetzt aus. Krims wird ausgenommen, sie wissen genau, wo die Priest steht und er hat nur noch ganz wenig KP. Ja, gegen 3, das darf er nicht mehr machen und das macht er auch nicht mehr. Dennis auch hier wieder zur Stelle und ich bin mir nicht ganz sicher, warum sie Krims da unten nicht überprüft haben. Warum die Position nicht einmal gecheckt wurde, weil anscheinend war er unten erstmal nicht bekannt. Oha. Tja. Sehr, sehr lange dort unentdeckt geblieben. Konnte sich in Ruhe seinen Schlachtplan wieder ausmalen. Tja, was haben wir gesagt? Entweder 9-6 oder 11-4. Ja. Jetzt ist die Sache klar. Easy prediction. Und ich. Also. Wenn Overpass schon so deutlich ist. Ja, das ist. Fnatic überrascht mich einfach immer wieder. Das ist doch nicht mehr normal. Ganz ehrlich, ich hätte echt nicht gedacht, dass sie jetzt auf Overpass das einfach so gut unter Kontrolle haben, weil Astralis hat echt extrem gut gespielt in der Gruppenphase. Wirklich, wirklich, wirklich gut. Aber Fnatic weiß dann einfach wieder, was sie machen müssen, um die Dänen hier trotzdem wieder ins Schwitzen zu bringen. Das ist unglaublich einfach. Aber gut, schauen wir mal, was die Piste so bringt. Astralis hat zumindest die Chance, mit den deutlich besseren USPs hier was dagegen zu halten. Jawohl. Da hat JW ganz schnell seinen Kopf eingezogen. Und Dupree. Der muss natürlich so viel wie möglich in Bewegung bleiben. Darf sich dann nicht festnageln lassen, sondern muss nur spotten, sich zurückziehen. Mit dem Eis. Schaut rechts, schaut links, hat niemanden gesehen. Und Fnatic ist so ein Team, was sich da gerne mal aufstellt und dann einfach explosiv entgegenrennt, sobald sie gespottet sind. Deswegen keinen Schritt weiter nach vorne, so spät wie es geht und jetzt soll es raufgehen. So wenig Reaktionszeit dem Gegner geben, wie es irgend möglich ist. Die Weiß zieht sich nur hinten zurück. Was für ein hammerharter Headshot. Der hat richtig gesessen, aber man kommt trotzdem voran und KJB ist auch noch zur Stelle. Und jetzt könnte man natürlich mit dem Bombplan schon zufrieden sein. JW soll aufpassen, dass er seinen Kopf da nicht rausstreckt. Da geht er down. Also zumindest die gelegte Bombe und $800. Aber Astralis, die halten sich hier mit dieser Piste noch ein bisschen über Wasser. Die war bitter nötig. Jetzt geht's einfach nur noch. Naja, obwohl, Moment. Fnatic hat die Bombe geplantet. Das heißt, sie werden wahrscheinlich jetzt einfach nur eine Eco spielen. Könnten vielleicht auch ein bisschen auf den Überraschungseffekt bauen, wenn sie jetzt direkt gegenkaufen sollten. Kann man zum Beispiel so machen, dass halt ein Spieler dann nichts kauft und man dafür eine AK weiter. Oh Gott, der war. Ich meine, der hat zwar auch ein ordentliches Gerät kassiert, aber der war schon schön in der verteilt hat. Also Fnatic entscheidet sich trotzdem dafür, in die Eco zu gehen, eine Runde sparen, nächste Runde dann schon kaufen. Das denke ich mal nachvollziehbar. Wenn man die Bombe schon geplantet hat, dann sollte man es natürlich auch ausnutzen. In der Runde haben sie die jetzt erstmal weggelegt. Das Spielgerät. Hat er ganz kurz sein Köpfchen rausgestreckt, um die Informationen zu sammeln. Ist halt immer wieder eine gefährliche Pose, weil man halt leicht abgeschossen werden kann, wenn die Gegner die richtig predikten. Und deswegen machen es viele Spieler mittlerweile noch so, dass sie wirklich nur so lange springen, bis sie jemanden sehen und dann halt sofort damit aufhören. Aber selbst dieses einmal rüberspringen, wenn der Gegner gerade auftaucht, kann halt im Prinzip schon zu viel sein. Gut, gegen die Piste ist jetzt vielleicht nicht so schlimm, aber gegen eine AK oder eine AWP sieht es schon wieder komplett anders aus. Device. Ist ja nicht allzu weit. Wobei, naja, wenn man auf langen rausgeht, fast auf dem A-Spot steht, ist schon weit genug. Wäre es weiter, dann wäre wahrscheinlich zur Gefahr geworden für den Gegner. Kerrigan mit der P90. Hat nicht mal einen Skin dafür. Kann ja nicht reingehen. So, jetzt geht's kurz durch. ZW. Wenigstens einen kann er picken.
aber das sieht nicht so aus, als ob man da vielleicht die Bombe legen könnte. Das heißt, Astralis hat alles unter Kontrolle und JW sollte da in den nächsten Sekunden Hackfleisch sein. 20 sind es noch auf der Uhr. Er muss unbedingt sterben, bevor die Runde abläuft. Ich glaube, die Ansage kam gerade auch. Bitte geh sterben. 11 zu 6. So, Pistol und Anti-Eco geholt. Astralis hat da alles unter Kontrolle. Kerrigan wäre da sicherlich nicht gestorben, wenn er einen Skin hätte. Mit Skin wäre das nicht passiert. Mit Vorratsdatenspeicherung auch nicht. Der hat mal wieder einen Vorteil gehabt, aber gut. Jetzt konnte er sich dann zumindest, er hat sich nochmal eine P90 gekauft. Okay. Er lernt aber auch nicht aus seinen Fehlern. Fnatic auf jeden Fall mit der ersten Waffenrunde. Machen wir eine Nase. Soll ich dich muten? Nee, nein. Passt schon. Es juckt die ganze Zeit schon, ich kann einfach nicht niesen. Es ist ganz schlimm gerade. Ja, das ist ein furchtbares Gefühl. Please stop. So, All of Meister mit der Scout. Ein falscher Schritt. Kein Hit. Jetzt wollte man unbedingt gegen boosten. Das ging knapp an dem vorbei. Hat er gerade ein bisschen Glück gehabt. Ah, Kerrigan ist 90. Und jetzt geht's rauf Richtung B. Cybex hat eine wichtige Position. Er muss unbedingt hier am Leben bleiben und trotzdem den Gegner nerven. Seine wichtigste Aufgabe ist zu verhindern, dass die Bombe geplantet wird. Und der Moment ist eigentlich gekommen. Hat es an der falschen Stelle vermutet, konnte das nicht richtig zuordnen, wo da das Piepen herkam. Nicht genau wie weit. JW. 3 gegen 2. Überzahlsituation von Fnatic. Und wenn sie jetzt schon anfangen, die ersten Waffenroten zu holen, dann sehe ich ganz schön schwarz zu Astralis. Aber sie gehen nochmal ran. Smoke auf den Spot. Da in der Smoke sitzt noch jemand, der kann sich natürlich auch einfach zurückhalten. Oh, JW, falsche Richtung. Und Olaf Meister hilft dann noch nach. JW hat ihn niemals getroffen. Und jetzt würde er eigentlich versuchen müssen, mit dem Knife da ranzugehen. Findet ihr nicht. Neuer Versuch, an den Plant ranzugehen. Und dann muss sie schön aus, Device. Im 1 gegen 1. Die Zeit läuft ihm davon. Er muss jetzt auf sich pushen. Schnappt sich Grimms, aber es ist zu spät. Die Bombe geht durch. Und auch er geht noch drauf. 12 zu 6. So schöner Versuch von Device, aber das Ganze hat so lange gedauert. Ja, und so geht auch diese Runde fürs Counter von Fnatic. Wir schauen mal ins Gap Astralis rein. Wir sehen mehr oder weniger gähnende Leere. Also werden die Dänen jetzt hier gleich ordentlich pleite sein. Die Runde wird schon wieder einiges entscheiden. Jetzt, wenn sie die verlieren, steht es ja 13-6. Dann müssen sie eine Eco, dann 14-6. Jetzt gilt's. Es könnte dann sogar sein, dass sie theoretisch sogar eine Doppel-Eco spielen müssen, weil sie haben sie jetzt wirklich komplett runtergekauft. Wobei sie ja dann damit quasi schon eine Runde überbrücken werden. Aber jetzt warten wir erstmal ab, wie das Ganze ausgeht. Die kriegt auf jeden Fall den First Pick. Jawohl, stand recht offensiv, hat sich auch gelohnt. Wolfmeister war da ein bisschen unaufmerksam, denn theoretisch hätten sie es wissen können, dass da vorne einer sein könnte. Wenn auch nur. Eventuell. So, die Pri hat noch einen zweiten Frag hinterhergelegt. Auf Cajun kommt jetzt vielleicht auch ein bisschen was an, wie sehr er den Ausbau weiter noch halten kann mit seiner AWP. Hat aber auch Unterstützung bekommen von Cypex. Die beiden versuchen es im Kreuzfeuer zu lösen und haben es auch geschafft, Fnatic da zurückzutreiben. Also bisher kommen die Schweden da echt schlecht voran eigentlich. Vor allem, weil eben die Bombe bei die Pri auch down ist. Das hat sich gerade eben erledigt, weil Flasche ihn hier pickt. Hat aber Glück gehabt, dass die Pri so viele Steps macht, sonst hätte er den niemals gehört und hätte auch niemals darauf reagieren können. Aber so konnte man zumindest die Bombe schon mal wieder zurückgewinnen. Aber man ist immer noch im 3 gegen 3. Gage B zielt weiterhin auf den Gang. Das heißt, wenn Flasher versucht darüber zu gehen, dann wird er höchstwahrscheinlich rausgenommen. Cypex ist dabei, ihn da irgendwie so ein bisschen aus seiner Position rauszulocken. Das sind noch 30 Sekunden. Also viel Zeit zum Verschieben ist da nicht mehr. Jetzt kommt die Smoke raus. Dennis. Ah, zumindest hat man sich in Laster vom Leib gehalten. Und der Molotov drauf, der ist natürlich zu spät. Die Bombe liegt, aber schönes Brett von KGB. Flasher, der geht jetzt in die Offensive. Jawohl, schöner Frag. Da wird er von hinten angegangen. Und Kerrigan muss jetzt auf die Jagd machen. Er muss Flasher angehen. Flasher läuft natürlich um sein Leben. Guckt, dass er zu seinem Mate aufschließt. Und dann werden sich die beiden gemeinsam um ihn kümmern. Da links um die Ecke steht jemand. Und sie spielen ihn gut aus.
Dennis, der hat Zeit verschafft, damit Flasche auf eine bessere Position kommt. Und er ist schon längst über alle Berge, kann natürlich die Bombe vorne dort hinten einsehen. Und für Kerrigan ist es eigentlich schon vorbei. Die Frage ist, ehrlich gesagt, kann er da hinten überleben? 46 HP ist nicht viel, es könnte aber reichen. Nicht ganz. Da fehlt ein paar Meter. Ja, und das wäre eine wichtige Runde gewesen. Jetzt sieht es aus, als ob es damit Astralis auch ja, ziemlich solide bergab geht. Kein Timeout. Overpass bereits begraben. Ne, wäre natürlich jetzt eigentlich die Möglichkeit gewesen, da noch einzuziehen, aber die Dänen haben sich dagegen entschieden. Sie müssen in die Eco, es wird wohl die 14. Runde für Fnatic sein. Schon wieder in den Connector unterwegs, zwei Richtung kurz und zwei an lang. Oh, das ist noch ein bisschen schwer, trifft sein Gegner nicht so 100%. Die Flasche räumt aber dafür auf jeden Fall seinen Rücken hier schon mal frei. Und Flasche ist gleich mal mit seinem Gegner vorbeigesprungen, er hat irgendwie die Ansage nicht mitbekommen. Ja, aber er ist trotzdem down, der Gegner passt alles im grünen Bereich und somit ist Kerrigan hier komplett alleine. Er hat einen schönen Weg gewählt, der Laufweg. Könnt ihr von Fnatic wahrscheinlich übersehen werden oder auch nicht, denn wir reden hier immer noch über Olafmeister. 14:6 für Fnatic. 235 Damage von Olaf in dieser Runde. Der hat da ziemlich aufgeräumt im Connector zusammen mit Flasche. Tja, und jetzt steht man da mit dem Rücken zur Wand bei Astralis. Diese Waffenrunde muss funktionieren, darauf muss man aufbauen. Sonst werden sie hier ziemlich vom Server geschossen. Dennis, der erste Move in die Smoke, kann sich Kerrigan schnappen. Der hat sich gelohnt. Und er könnte sich sogar überlegen, den Frag mitzunehmen und einfach mal zurückzugehen. Aber ich denke mal, dass Fnatic jetzt, wenn sie soweit sind, daran nicht mehr aufhören wollen. Sie wollen durchgehen. Sidebacks, schöner Frag. Mehr Damage gemacht. Er kann auch Meister noch mal anschießen, aber das hilft nicht unbedingt so weiter. Er muss Kills fabrizieren. Wir brauchen mehr Kills. Ansonsten marschiert ihr Fnatic durch. Die Bombe liegt immer noch nicht. Man lässt sich da noch Zeit. Und die Bombe ist auch wieder zurück. Also man hat sich die Option hier aufgelassen, wirklich nochmal zurückzugehen und neu aufzubauen. Mittlerweile steht natürlich alles, was Astralis heißt, dort schon vor dem B-Spot bereit. Aber es ist noch lange nicht entschieden. Astralis-Spieler rüber, Dupree mit dem schnellen Double, Triple. Super Damage gemacht. Olafmeister hat nur noch 3 HP übrig. Er weiß natürlich nicht, wo der zweite hin ist. Jetzt wäre ein Bombplant schon mehr, als ihm eigentlich gegönnt wäre. Er entscheidet sich, in die Offensive zu gehen. Weiß nicht, wo die Bombe ist. Die muss da unten irgendwo sein. Das war ein Wasserstep, den hat man, glaube ich, deutlich gehört. Wo ist sie? Jetzt hat er sie mitgenommen. Ich weiß nicht, ob alles Surfen geholfen hat, aber ich glaube nicht, dass das untergegangen ist. Geht er ohne Zoom rum, weil er keine Zeit mehr hat, aber dann mit. Und Dupree war ganz alleine, 4 Sekunden. Olafmeister hat abgesetzt und er nimmt ihn aus dem Spiel. Die schon wieder. Das gibt es doch nicht. Eine verdammte Sekunde vor Ablauf der Zeit. Er faked den allerletzten Plant an. Also das zweite Mal, dass er heute die Gegner im 1-on-1 so vernascht. Einmal gegen Tess, jetzt nochmal hier. Es ist einfach unglaublich. Es ist einfach Olafmeister. Ja, aber da kann man den CT keinen wirklichen Vorwurf machen, denn du gehst da normalerweise davon aus, dass er einfach durchblendet, weil er halt eigentlich blenden muss. Und man hofft halt dann, dass man ihn in dieser Vordersituation erwischen kann, wenn er dann gerade noch auf der Bombe sitzt und die halt da eigentlich hinlegt. Ja. Weil das halt eigentlich ein sicherer Kill ist. Eigentlich, ja, im 1-on-1 ist halt so eine Sache. Muss halt die Entscheidung treffen, das hätte ist 50-50. Ja, eigentlich, ja, ist richtig. Wenn man mehr Zeit hätte, drüber nachzudenken, würde man ihn vielleicht legen lassen. Und ja, dann zuschlagen. Ja. Einfach um sicher zu gehen, dass ja, das nicht passiert. Aber du kannst es nicht wissen, wenn du in der Situation bist. Du weißt nicht, ob er durchblendet oder nicht. Es sind 4 Sekunden. Ist halt die Sache ist halt nur von der Logik her, es ist ein bisschen besser, ihn planten zu lassen. Weil wenn er nicht durchzieht, gewinnst du per Default. Ja, ja.
Und wenn er durchplantet, hast du immer noch die Chance, ihn zu holen. Dann auch andersrum, wenn du rumgehst, während er plantet, der bricht ab, dann hast du eine gute Chance, dass du einfach Platz. So wie gerade eben. Ja. Aber das ist nicht, dass du trotzdem immer noch einen Call, den man machen muss. Da gibt es keinen richtig oder falsch. So, jetzt gucken wir mal, ob es wenigstens noch die Knochenregel gibt. Kerrigan hat offensichtlich Lust, das Ganze noch umzusetzen. Fake von Flasher, der Erstwort ist eingenommen. Der sucht natürlich irgendwo nach einem leichten Entry und Flasche hat die Zeichen schon richtig erkannt. Hat sich lange bedeckt gehalten und dann, wenn die Waffe leer ist oder wenn er nochmal zum Reload reingeht, dann nimmt man ihn mit. Und wenn Cypix hier nicht zaubern kann, nein, Flasche hat ihm den Kopf von den Schultern gezaubert. Kopfschütteln. Mutter schüttelt den Kopf und ich muss es sagen, was anderes als Kopfschütteln fällt mir dazu auch nicht ein. Wie kann Fnatic... Ich dachte, er soll es gerade mithalten, aber es gibt's einfach nicht. Wie kann von der X so dermaßen krass sein? Das Wort krass, was anderes kann, fällt mir dazu nicht ein. Ja. Absolut wahnwitzig. Was sie an Unterzahlsituationen rausspielen, was die Einzelspieler bereit sind oder in der Lage sind, da noch zu regeln. Ja. Und jeder kann zu jeder Zeit in jeder Spielsituation so eskalieren, dass er die Runde noch dreht. Ja. Jeder einzelne von Fnatic.